Guten Morgen, ihr Lieben. Ich nehme euch heute mit und zwar in mein gesamtes Wochenende. So ein paar Stationen, Events stehen an und wir fangen heute an, heute ist Samstag übrigens, ich weiß gar nicht welches Datum das ist, 29. oder so, Oktober. Und ich gebe heute eine Community-Yoga-Class bei Lululemon. Das gibt es jede Woche. Da gibt es umsonst Yoga-Stunden, Tanzstunden, Sportstunden, wo jeder mitmachen kann. Und ja, die unterrichte ich heute und da fangen wir an. Also, auf nach Berlin-Mitte. So. Jetzt geht's los. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen wacher. Jetzt laufe ich zum Lululemon Store. Hier rechts neben mir befindet sich gerade der Berliner Fernsehturm. Ich zeige ihn euch mal. Tada! Dann schauen wir doch mal, wie viele fleißige Yogis kommen werden. Also ich habe gesehen, auf Facebook haben sich einige angemeldet. Mal gucken, wenn alle kommen, dann wird es ziemlich eng. Aber, ach, kriegen wir schon. Müsste ein bisschen zusammenrutschen. Kriegen wir schon hin. Ich freue mich auf alle Fälle. Ich bin jetzt kurz vorm Store. Der Store ist da hinten. Und ich glaube, da stehen schon ein paar Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle zum Yoga kommen. Aber wenn ja, dann sind da schon einige Leute da. Ich glaube, es ist schon voll. Die Leute sind wieder pünktlich. Wir schauen uns das Ganze mal an. Oh mein Gott, es ist jetzt 10.15 Uhr und es ist einfach mal voll und so schnell waren die noch nie voll. Oh Gott, oh, ich glaube, also ich hoffe, wir müssen jetzt keiner nach Hause schicken. Ich hoffe, wir kriegen dann noch jeden unter, aber es ist echt krass voll. Jetzt werde ich gerade ein bisschen aufgeregt. Ah. Spaß gemacht. Die Hütte war voll, alle haben fleißig mitgemacht, wir haben gut Wärme erzeugt und ja, alle waren sehr dankbar danach und ich habe sogar von einer Teilnehmerin hier was Kleines bekommen. Ich habe es noch nicht aufgemacht, sie hat mir auch eine süße Karte mit zugeschrieben. Total süß, freue ich mich total. Und jetzt werde ich noch mit einer Freundin was essen gehen. Das habe ich übrigens angezogen, Stiefel. Hier ist meine Yoga-Hose und jetzt habe ich hier einfach so ein schwarzes Etwas drüber gezogen und es sieht gleich ziemlich alltagstauglich aus, oder? Dabei bin ich in Yoga-Klamotten. Guten Morgen, Leute. Ich melde mich jetzt gerade aus meinem Auto.
Diejenigen von euch, die mir auf Snapchat folgen, für die ist es eine gewohnte Umgebung, denn es ist mein Snapchat-Office quasi. Ich snappe immer aus dem Auto. Natürlich, wenn ich parke, nicht wenn ich fahre. Das ist ein absolutes No-Go. Ja, ich habe gestern gar nicht mehr gevloggt, weil ich euch leider nicht mitnehmen konnte. Ich bin nach Hause gekommen und bin dann direkt weiter zu unseren Nachbarn. Die haben nämlich Geburtstag gefeiert. Und ja, da blieb die Kamera natürlich draußen. Ansonsten habe ich mir danach noch ein schönes, entspanntes Bad gegönnt. Ich war nämlich dann doch ganz schön durch irgendwie. Und da habe gemerkt, okay, ich brauche irgendwas, um mich zu entspannen, um abzuschalten. Und da tut mir so eine heiße Badewanne mit lauter elektronischer Musik sehr gut. Ja. Und heute ist Sonntag und jetzt bin ich vor der CrossFit-Box, habe ich das schon gesagt. Jetzt geht's ab zum CrossFit. 10 Uhr geht's los. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Dann zeige ich euch, was wir dort machen. Und danach geht es zum Bodyshop-Event. Bis dann. Viel Spaß. Seht ihr, wie die Sonne scheint? Schaut mal das Wetter an. Das ist voll schön. Voll warm. Das schreit ja danach, dass wir laufen gehen. Ich lasse mich mal überraschen. Zu Hause. Das Workout vorhin konnte ich leider nicht mit aufnehmen, weil dazu wieder drauf gewesen wären, die das, glaube ich, nicht gewollt hätten. Ich kann euch eins sagen, es war nicht so anstrengend. Ich glaube, ich werde euch nochmal mitnehmen, wenn es richtig, richtig, richtig anstrengend wird und ihr auch ein bisschen was zu sehen habt. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, umgezogen, geduscht, beantworte jetzt hier nochmal ganz schnell ein paar Mails und dann werde ich nach Charlottenburg fahren zum Bodyshop. Bis gleich. Ach so, und bitte ignoriert hier das Chaos hinter mir. Ich bin nicht gerade der ordentlichste Mensch, aber man sagt ja, nur das Genie beherrscht das Chaos. Kennt ihr den Spruch? Den hatte ich früher mal auf meinem Hausaufgabenheft zu stehen. Ja. Ah ja. Das wollte ich nur gesagt haben. Bis später. Gut, jetzt geht's los. Ich bin jetzt gleich da. Ich laufe jetzt gerade zum Bodyshop hin. Ich sehe es schon. Schauen wir mal, ob schon jemand da ist. Ups, mein Schal schleift auf dem Boden. Natürlich ein rote Beete-Saft. Perfekt. Ziemlich viel Gewusel hier. Ich muss erstmal kurz klarkommen.
Bodyshop sogar seine eigene Make-up-Linie hat. Aber es ist eh nicht so, was mich interessiert. Ich gucke lieber gleich nochmal bei den Ölen. Da habe ich nämlich gesehen, dass es Lavendelöl gibt. Ich bin jetzt einfach mal kurz rausgegangen. Es war so wuselig und so laut da drin, dass ich mich gar nicht konzentrieren konnte. Und da konnte ich gar nicht reden mit euch. Ich habe mir jetzt mal ein Produkt ausgesucht hier aus dem Store, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar, da gibt es ja so viel, ich bin ja eigentlich wahnsinnig überfordert und ich bin, wie ihr euch vorstellen könnt, auch nicht so die Beauty-Miete, die sich da mit 10 Cremes am Tag irgendwie schmiert. Aber ich mag doch ganz gerne ein paar ausgewählte Produkte. Und was ich mir jetzt hier gerade mal mit rausgenommen habe, ist das French Lavendel Massageöl. Also ein Lavendel Massageöl, was ich echt toll finde und es riecht auch super. Und ich gebe ja immer in meinen Yoga-Stunden nach den Klassen so Nackenmassagen und ein bisschen Kopfmassagen. Und da stehe ich halt total auf Öle und es riecht super. Vielleicht kann ich das ja sogar mitnehmen und mal austesten. Ich bin jemand, der steht eher so auf so herbe Gerüche. Nicht so süß, nicht so Erdbeere oder Mango, sondern irgendwie eher so Hanf oder Moschus. Was gibt's denn da noch? Ja, so die Richtung. Oder ja, Vanille ist eigentlich auch okay. Vielleicht noch mit so einem Hauch. Was gibt's denn da? Ja, wie ihr seht, ich bin da nicht so der Profi. Und hier drinnen sind auch alles voll so die Make-up-Profis und Beauty-Stars. Und dann komme ich hier und ich habe gar keine Ahnung. Aber ist nicht so schlimm. Ich bin gespannt. Vielleicht lerne ich heute noch was und wir werden bestimmt ein bisschen was basteln. Auf alle Fälle wollte ich euch das einfach nur mal ganz schnell zeigen. Und ich werde jetzt wieder reingehen. Leute, ich bin jetzt wieder draußen, vollgepackt hier mit Tüten und ich habe echt so ein paar coole Produkte gefunden, die mir richtig, richtig gut gefallen. Aber bevor ich mich jetzt hier auf die Straße stelle und euch das alles zeige, mache ich das mal zu Hause in Ruhe. Schon. Das war mein Wochenende. Natürlich nur exemplarisch. Nicht jedes Wochenende verläuft so, so wie auch euer Wochenende nicht immer gleich ist. Ist meins natürlich auch nicht immer gleich. Manchmal ja, bereite ich auch das ganze Wochenende YouTube-Videos vor oder wir drehen oder ich schneide oder ja, es sind halt doch mal einige Events, die anstehen. Also wie gesagt, es ist halt immer anders. Das war jetzt einfach nur mal so ein kleiner Einblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und eine Sache wollte ich noch ganz schnell sagen. Und zwar kriege ich momentan ganz viele E-Mails von euch, dass ihr euch einen neuen Yoga-Flow wünscht. Und ja, ich wünsche mir auch einen neuen Yoga-Flow. Und ich wünschte, ich hätte schon viel, viel eher einen neuen Yoga-Flow machen können. Aber bei mir war einfach in den letzten 2-3 Wochen privat wahnsinnig viel los. Ich hatte echt viel um die Ohren. Und da war es einfach nicht möglich, ein neues Yoga-Video in der Qualität, in der ich es gerne hätte, zu produzieren. Und mir ist einfach die Qualität meiner Videos das Allerwichtigste und ich bin eher der Meinung, dann kommt lieber keins als eins, was irgendwie so halbherzig ist. Aber ihr könnt euch freuen, es ist ein Herbstflow in Planung und das wird das nächste Video sein. Es gibt einen Yoga-Herbstflow. Yay!
Yay! Ja, ich freue mich wie immer über euer Feedback in den Kommentaren, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr euch mehr Vlogs wünscht, ob ihr gerne mit zum Training kommen wollt, was auch immer euch interessiert, schreibt es mir einfach und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Oh,